genau. Bitte was? YouTube Strikes? Was für ein tolles Thema, über das noch nie jemand geredet hat. Ja, ich weiß, normalerweise würde ich ja auch kein Video dazu machen, weil ganz ehrlich, diese YouTube is broken Videos gibt es mehr als genug, also wirklich mehr als genug. Da gibt es Millionen von Suchergebnissen, die du alle angucken kannst. Aber jetzt muss ich das fast machen, weil es wurde persönlich. Einigen von euch wird vermutlich aufgefallen sein, dass die letzten Tage keine Videos mehr gekommen sind. Das lag nicht an mir. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Es lag wirklich nicht an mir. Es ist keine Sache von, oh, ich hatte keine Motivation. Oder, keine Ahnung, ich war krank oder hatte keine Videoideen. Nein, ich war nicht in der Lage dazu. Ich war physisch nicht dazu in der Lage, weil ich nicht hochladen konnte. Die ganze Geschichte hat letzten Freitag angefangen, am 18. August, wo ich einfach nachmittags heimgekommen bin und eigentlich nur auf meinen YouTube-Channel gucken wollte, wie die Videos sich so gemacht haben und wie die Kommentare sind und bla 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 bla. Einfach nur ganz normales YouTuber-Zeug halt. Und dann klicke ich da drauf und statt des Dashboards sehe ich eine gelb unterlegte, gruselig aussehende Fläche, wo mir gesagt wird, dass ich 2 Community Guideline Strikes auf meinen Channel gekriegt habe. Zum einen auf 1 Jahr alte Videos von Doom, nämlich alle 5, die ich damals gemacht habe. Zum anderen auf irgendein random Indie-Horror-Game. Keine Ahnung warum. Und es stand auch nicht dabei, wieso. Es stand einfach nur da, Community Guidelines Strikes. Also ja, ich habe die dann bestätigt und dann musste ich sehen, ich kann erstmal 2 Wochen lang nichts hochladen. Mit 2 Strikes darf man 2 Wochen lang nichts hochladen. Wenn man wieder hochladen darf, keine Videos über 15 Minuten und man darf auch nicht livestreamen. Außerdem war mein Kanal extrem gefährdet, weil noch 1 Strike, dann ist alles weg. Also wenn man 3 Strikes kriegt, entweder Copyright Strikes oder Community Guideline Strikes, ist der Channel komplett weg. Der wird terminiert und gelöscht. Weil ich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte, was genau ich falsch gemacht habe, bin ich ins Community Guideline Center gegangen, wo man quasi sehen kann, was verboten ist und wofür man gestrikt werden kann. Und da stand dann so Sachen wie, keine Ahnung, Hassrede oder Unterstützung von Terrorismus oder Pornografie oder sowas halt. Die ganzen klassischen Sachen, wo man weiß, das darf man nicht auf YouTube. So, aber nichts davon hat so richtig gepasst. Außer einem. Wenn man es ganz weit dehnt, also wirklich ganz, ganz weit dehnt, beide Augen verdreht und sich dabei in den Nacken guckt, dann könnte es sein, das habe ich mir gedacht zu dem Zeitpunkt, dann könnte es sein, dass die Doom-Videos gestrikt wurden wegen, ich glaube, das heißt irgendwie Gewalt oder abstoßende Inhalte, sowas. Das könnte rein theoretisch sein, auch wenn ich das nicht glaube, weil Gewalt mit Kontext ist erlaubt und ein Videospiel außenrum ist ja quasi ein Kontext. Aber deshalb, ich erzähle das alles, um zu diesem einen Punkt zu kommen, deshalb ist alles auf dem Channel weg, was ab 18 ist oder zu brutal, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich habe wirklich was falsch gemacht und ich wollte den Channel nicht verlieren, weil ich hatte schon 2 Strikes, also habe ich Fallout 4 gelöscht, Alien Isolation komplett gelöscht, alle Videos, es ist nichts davon mehr auf dem Kanal und es tut mir furchtbar leid, weil ich glaube nicht, dass es was gemacht hätte und ich kann das auch nicht mehr hochladen, weil ich habe es nicht mehr auf der Platte, ich habe das für Ewigkeiten gelöscht, weil ich mir gedacht habe, naja, ist ja auf YouTube, brauchst du ja nicht mehr auf der Festplatte, ist ja hochgeladen, aber nee, jetzt ist es halt weg und ich kann es nicht wieder hochladen. Deswegen habe ich das alles gerade erzählt, um zu diesem einen Punkt zu kommen. Also wenn sich jemand wundert, dass das weg ist, das ist jetzt halt leider weg. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass an dem Punkt irgendjemand sagen wird, Stefan, wie kannst du dieses Video hochladen, wenn du doch eine Upload-Sperre hast? Ich kann das Video hochladen, weil beide Strikes wieder weg sind und ich habe keine Ahnung warum. Es ist heute der 23., es ist Mittwoch und ich aktualisiere einfach heute Mittag die Seite, also wo man die Status vom Kanal sieht, wie viele Strikes man hat und was man darf und was nicht. Aktualisiere die Seite, es ist erst 1 Strike weg und dachte ich mir, super, ich darf wieder hochladen. Fang an, dieses Video zu machen und mitten im Video lade ich nochmal die Seite, nur einfach zu gucken, ob sich was geändert hat. Und jetzt sind beide Strikes einfach weg. Ich meine, ich habe Beschwerde eingelegt, aber wenn man eine Beschwerde gegen einen Strike einlegt, kriegt man, glaube ich, immer noch eine Mail zurück und es kam keine Mail zurück. Es kam keinerlei Info zurück, also wurden die einfach so gelöscht. Also ja, ich bin wieder voll hier, auch wenn ich nicht ganz verstehe, was überhaupt abgegangen ist. Eigentlich könnte es das jetzt gewesen sein, ich könnte sagen, ich bin wieder da und es ist wieder alles gut. Es ist auch alles gut, alle Strikes sind weg, es ist alles wieder okay und es geht ab jetzt weiter wie vorher. Aber ich muss trotzdem noch eine Sache sagen und zwar, ich bin nicht der Einzige, der gestrikt wurde. Das habe ich dann erst danach erfahren. Hätte ich das vorher schon erfahren, hätte ich auch die ganzen ab 18 Videos nicht gelöscht. Weil das anscheinend ja nichts gemacht hat und weil das nicht der Grund dafür war, sondern anscheinend gehe ich davon aus, weiß niemand, ich gehe davon aus, dass der Grund ein Fehler im System war, weil nicht nur ich wurde gestrikt, es wurden extrem
viele Kanäle wegen Doom gestrikt. Die meisten sind noch relativ gut weggekommen mit einem oder zwei Strikes, so wie ich. Wobei nur ein Strike von mir für Doom gezählt hat, der andere für irgendwas anderes, was dümmer ist, wenn man darüber nachdenkt, dass es gestrikt wurde. Aber es gibt auch Kanäle, die hatten halt nicht so viel Glück. Ich wünschte wirklich, es gäbe nicht so viele YouTuber, die ich jetzt aufzählen kann, deren Kanäle einfach komplett genukt worden sind wegen dieser Strike-Geschichte, wegen Doom. Aber doch, die gibt's. Also fangen wir einfach mal an und arbeiten die Liste von oben nach unten durch. Zum einen ist da Schauerland, von dem ich es als erstes gehört habe, dass irgendwas Großes im Gange sein muss, weil er mir dann auch auf Twitter geschrieben hat, dass er auch gestrikt wurde wegen Doom. 2 Jahre alt war der Kanal, 700 Videos drauf, 4230 Abos, einfach weg. Innerhalb von 15 Minuten, alles weg, 4 Strikes. So, dann der zweite, das werden vielleicht ein paar Leute von euch gehört haben, weil Herr Newstem darüber berichtet hat, ist Bronzebeard, 4 Jahre alt der Kanal, 1600 Videos und 40.000 Abonnenten, gesniped. Einfach weg. Und der größte, von dem ich weiß, dass es ihm passiert ist, dass er gestrikt wurde wegen Doom, war Nerd Alert Games. 6 Jahre alt, 5300 Videos, 96.000 Abos und der Kanal auch wegen 3 Strikes wurde in einen Parkplatz verwandelt. So, und diverse andere haben Strikes gekriegt. Also ja, es muss grundsätzlich irgendwas Großes im Gang gewesen sein. Ich werde übrigens alle Kanäle, die ich gerade aufgezählt habe, auf deren 2 Kanäle, wenn es einen gibt, unten in der Beschreibung verlinken. Keine Ahnung, geht da hin und zeigt denen ein bisschen Liebe, weil das ist echt ein Schock, wenn einfach dein Kanal weg ist. Ich hatte 2 Strikes, mich hat es nicht ganz so schlimm erwischt und auch ich wusste nicht ganz, was ich machen soll. Und wenn der Kanal einfach weg ist, das ist noch 100-mal schlimmer. Also, keine Ahnung, zeigt den Leuten ein bisschen Liebe. Aber ja, es muss irgendwas Großes passiert sein. Ich will jetzt nicht groß in irgendwelche Theorien durcheinander gehen, was hätte passiert sein können. Wir alle wissen, es ist YouTube, es ist manchmal ziemlich, ziemlich kaputt. Irgendwas Großes muss passiert sein. Wahrscheinlich hat irgendein Algorithmus gedacht, ja, dass Doom böse ist, weil wegen Blut, und hat dann alles automatisch gestrikt, was aber auch keinen Sinn gibt, weil es wurde nicht nur Doom gestrikt, bei manchen Leuten wurde F1 2016 gestrikt, wo man mit Autos im Kreis fährt. Hat einen Community Guideline Strike gekriegt, keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Was ich sagen will ist, bei mir geht ab sofort alles ganz normal weiter. Ich wollte nur einfach das Video machen. Wenn es jetzt nur ich gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht. Aber keine Ahnung. Ich wollte das einfach mal gesagt haben, weil es hat halt auch wirklich Leute erwischt, deren Kanal weg ist. So, deswegen mache ich das hier eigentlich. Also ab morgen, business as usual, alles gut. Ich hoffe, die Leute kriegen ihre Kanäle wieder. Das wäre echt super, super awesome. Bisher weiß ich von noch keinem, der seinen Kanal wieder hat. Aber ja, ich wünsche den ganzen Leuten nur das Beste und wir sehen uns morgen wieder mit einem ganz normalen Video und ich hoffe, dass sowas nicht nochmal vorkommt, weil ich glaube, das findet mein Blutdruck nicht so lustig.